Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Der nächste Teil steht an, um heute auf dem Sabbat des 1. Juli 2017 Teil 9 oder Video Nummer 9 zu lesen in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. In Deutsch ein wenig ein Primeur, ein erstes Mal, dass ich dieses tue, nämlich lesen, ohne es vorher vorbereitet zu haben. Es werden nicht so wahnsinnig viele Bilder deswegen dabei sein, weil ich hatte ja keine Zeit, das vorher zu lesen und dann Bilder dazu rauszusuchen. Je nachdem, wie gut mein Computer mitarbeitet, der immer sehr, sehr langsam ist, wenn ich hier die Desktop-Kamera laufen habe und so meine Videos mache, ist es leider so, dass er nicht so besonders schnell ist. Also Bildersuche, das kann eine Zeit lang dauern. Aber ich habe mich im Moment dafür entschlossen, das doch auf diese Art und Weise zu machen, weil mir das von der Videobearbeitung her wirklich Zeit einspart und wie ich bereits früher sagte, wichtig ist das gesprochene Wort und nicht diese tollen Videos, die man da beischauen kann. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, Videos zu machen, mit Bildern einzukleben, werde ich es in der Zukunft sicher machen, aber bei diesen Buchlesungen werde ich mich auf andere Dinge beschränken. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und wir werden dann gleich weiterfahren in dem Buch, Kapitel 7, immer noch in Abschnitt 4, das steht für die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft, in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, das 1975 erschienen ist. Nur was ich noch sagen will, wie gesagt, ich habe es nicht vorbereitet, diese Lesung. Also ich lese es genauso wie ihr zum allerersten Mal. Und ich werde halt sehen, wenn mir das gefällt, wenn ich das qualitativ gut rüberbringe jetzt, dann bleibt das Video so. Und ansonsten werde ich halt eine doppelte Arbeit machen und werde es halt nochmal machen. Dann habe ich es halt schon mal vorgelesen, nämlich dieses Mal hier. Ihr werdet ja sehen, welches Video ihr zu sehen bekommt. Also, wir beschäftigen uns jetzt mit den Jesuiten in Frankreich zwischen 1870 und 1885. Ein kleines bisschen größer machen, das ist leichter zu lesen für mich dann. So. Man würde meinen, fährt der Autor fort auf Seite 67 in dem PDF, der Zusammenbruch des Kaiserreichs sollte eine Reaktion gegen den ultramontanen Geist in Frankreich hervorgebracht haben. Ja, wir sprechen also über das französische Kaiserreich nach dem Abtreten oder Abdanken oder wie auch immer von Napoleon dem Dritten. Ne? Doch dem war nicht so, wie der Adolphe Michel aufzeigt. Zitat: Als am 2. Dezember der Thron in den Dreck von Sedan stürzte, als Frankreich definitiv besiegt war, als im Jahre 1871 in Bordeaux die Versammlung zusammentrat und darauf wartete, nach Versailles zu ziehen, wo sie Deutschland hinzitiert hat, nachdem Deutschland den Krieg gewonnen hatte, war die klerikale, also die geistliche Partei, kühner denn je. In sämtlichen der Heimat widerfahrenden Katastrophen trat sie als Herrin auf. Wer erinnert sich nicht der großspurigen Bekundungen der Jesuiten und ihrer unverschämten Drohungen in diesen letzten Jahren? Wie eines gewissen Paters Marquini, der die zivile Bestattung der Grundsätze von 89, also 1789, bekannt gab, oder die Belcastel, der Frankreich eigenmächtig dem Herzen Jesu weihte, der Jesuiten, die in Paris auf dem Montmartre eine Kirche errichteten und dieser Art der Revolution spotteten, der Bischöfe, die Frankreich veranlassten, Italien den Krieg zu erklären, um so die zeitliche Macht des Papstes wiederherzustellen. Ja? Ende Zitat. Die zeitliche Macht des Papstes wiederherzustellen. Da sprechen wir von der tödlichen Wunde aus Offenbarung 13, die dem Papsttum, dem Meeresbiest hier zugefügt wurde. Der Grund für jene paradox erscheinende Situation erklärt sehr gut Gaston Bally. Zitat: Während jener verheerenden Katastrophe zogen sich die Jesuiten wie immer in ihr Loch zurück und ließen die Republik, so gut diese es vermochte, sich selber aus dem Schlamassel zu ziehen. Als aber die meiste Arbeit getan, unser Territorium von der preußischen Invasion befreit war, begann wieder die schwarze Invasion und holte die Kastanien aus dem Feuer. Gerade bewegte sich das Land aus einem Albtraume, einem furchtbaren Schrecken heraus, und es war genau der richtige Moment, sich der von Panik ergriffenen Massen zu bemächtigen. Ende Zitat.
Doch ist es nicht das Gleiche wie nach jedem Kriege. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass die römische Kirche von den großen öffentlichen Katastrophen stets profitiert hat, dass Tod, Elend und Leid aller Art die Massen dazu anstiften, in frommen Übungen nach trügerischem Trost zu suchen. Auf diese Art wird die Macht derer, die die Katastrophen ausbrechen ließen, durch die Opfer höchst selbst gestärkt, wenn nicht gar vergrößert. Was das betrifft, hatten die zwei Weltkriege die gleichen Folgen wie der Krieg von 1870-71. Frankreich wurde damals eingenommen, als im Jahre 1873 ein den Bau einer Herz-Jesu-Basilika auf dem Montmartre erlaubendes Gesetz verabschiedet wurde, war es andererseits ein glanzvoller Sieg für die Societas Jesu. Diese, zweifellos in grausamer Ironie als nationaler Wunsch beschriebene Kirche, war im Begriff, den Triumph des Jesuitentums an der Stelle, wo es sein Dasein begonnen hatte, in Stein zu verewigen. Diese von den Jesuiten gepriesene Anrufung des heiligen Herzens Jesu mag, obwohl schändlich götzendienerisch, auf den ersten Blick recht unschuldig erscheinen. Um uns die Gefahr vor Augen zu führen, schrieb Gastombali, müssen wir hinter die Fassaden sehen. Zeuge der Seelenmanipulation werden und das Ziel ihrer verschiedenen Verknüpfungen sehen, wie der Bruderschaft der ewigen Anbetung, der Bruderschaft der Ehrenwache, des Gebetsapostolats, der Sühnekommission und so weiter und so weiter. Die Bruderschaften, Ordensfrauen, Apostel, Missionare, Anbeter, Eiferer, Ehrenwächter, Wiederhersteller, Vermittler und anderen mit dem Herzen Jesu verknüpften Beabsichtigten anscheinend ausschließlich der Aufforderung Mademoiselle Alacours folgend, ihre Huldigung zu jenen der neuen Engelchöre zu vereinen. So, wie ihr gesehen habt, ist da eine ganze Menge kleingeschriebene Erklärung zwischen, die ihr wahrscheinlich im Video selbst nicht gut lesen könnt. Also werde ich hier zu dem letzten Absatz nochmal eben auf ein paar Erklärungen eingehen, die die Übersetzer dazufügen. Das ist ein ganz großer Unterschied zum englischen Original. Hier werden unglaublich viele Dinge mit diesen Erklärungen der Übersetzer noch nebenbei erklärt. Und das ist schon mal ganz interessant. Also die verschiedenen Begriffe, die wir gerade eben gelesen haben. Ewige Anbetung, Bruderschaft der Ehrenwache, Gebetsapostolat, Sühnekommission. Die werden hier nochmal erklärt. Und da gehe ich jetzt nochmal eben drauf ein. Also, wir hatten ja gelesen, dass, um uns die Gefahr vor Augen zu führen, müssen wir hinter die Fassade sehen. Das ist ja immer so, ne? Wenn man hinter dem Vorhang steht, dann sieht man ja nichts. Wir müssen hinter die Fassade sehen, Zeuge der Seelenmanipulation werden und das Ziel ihrer verschiedenen Verknüpfungen sehen, wie der Bruderschaft der ewigen Anbetung, das ist der Tag und Nacht fortgesetzten Verehrung des ausgesetzten Allerheiligsten, ja? Also im Schaugefäß befindlichen Abendmahlbrotes. Der Bruderschaft der Ehrenwache, die Erklärung hierzu ist die Ehrenwache des göttlichen Herzens Jesu oder des heiligen Herzens Jesu, war ein besonderes Demutskonzept mit dem Selbstverständnis der Exklusivität, da sich ihre Mitglieder als Leibgarde des göttlichen Herzens Jesu verstanden und sich in individuell ausgesuchter Stunde verpflichteten, sich im Geiste vor dem Tabernakel, also dem Altarschein, Aufbewahrung der geweihten Hostie, die für die Transsubstantiation gebraucht wird, einzufinden und dem Herzen Jesu alle Gedanken, Worte, Werke und Leiden zu opfern. Das ist die Bruderschaft der Ehrenwache. Des Gebetsapostolats, so fährt der Autor fort, die Erklärung hierzu, was ist ein Gebetsapostolat? Die Vereinigung vom Gebetsapostolat entstand im 19. Jahrhundert auf Anregung eines französischen Jesuiten. Zentrales Anliegen ist eine fruchtbare apostolische Durchdringung des Alltags. Neue Impulse hat das Gebetsapostolat durch die Bewegung der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche in Frankreich erhalten. Weltweit ist das Gebetsapostolat derzeit rund 1600 Bistümern verbreitet. Konkret nehmen die Christen, die in dieser Tradition des Gebetsapostolats stehen, die monatlichen Gebetsanliegen von Papst und Kirche auf. Dann fahren wir weiter mit dem nächsten Ausdruck, der Sühnekommission. Von Millionen Katholiken an jedem ersten Freitag des Monats empfangene stellvertretende Kommunion, ja, also Transsubstantiation,
zur Sühnung oder Abbüßung des Undanks vieler sündiger Menschen. Eine weitere Erklärung wird in der katholischen Kirche auf die Aussagen der Marienerscheinung vom Jahre 1917 in Fatima, wo es insgesamt 6 Erscheinungen gab, jeweils am 13. des Monats Mai bis Oktober, zurückgeführt, die angeblich versprach, den die Sühnekommunion praktizierenden, Zitat, in der Todesstunde mit den Gnaden, die zum Heil erforderlich sind, Ende Zitat, beizustehen. Das hat also diese Marienerscheinung in Fatima, die 1917 insgesamt 6-mal jeweils am 13. des Monats zwischen Mai und Oktober erschienen ist, den Leuten damals mitgeteilt. Und wie ich bereits im vorigen Video angeholt habe, wenn ihr mehr über diesen Maria-Betrug in der römisch-katholischen Kirche lernen wollt, dann solltet ihr euch das Buch anschaffen. Das kann man sich frei im Internet runterladen. Das heißt Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Ich kann mal sehen, ob ich euch das nicht zeigen kann. Ich meine, ich habe das doch hier auf meinem Desktop sogar. Oder habe ich das schon? Ne, ich habe das schon verschoben. Das ist nicht mehr auf meinem Desktop. Ne. Können wir mal eben schauen. Vielleicht geht das ja schnell. Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Müsste man ja ziemlich schnell finden. Hier PQRST. Queen. Hier haben wir das Buch. Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Also wirklich, man muss natürlich Englisch können. Ja? Aber das ist wirklich ein wunderbares Buch über die Maria-Erscheinungen. Und wie eben diese Maria-Erscheinungen dazu eingeplant sind, um alle Religionen unter Roms Fittiche zurückzubekommen. Diese Maria-Erscheinung ist ja nichts anderes, als wie Alexander Hislop in seinem Buch den Entschluss oder den Schluss, die Folgerung gezogen hat, als das Bild des Tieres. Das Image, wie man so schön sagt, also von Offenbarung 13. Weil die Himmelskönigin, ja, unter der die Maria ja seit Babylon in den heidnischen Religionen verehrt wird, als Himmelskönigin, jetzt heißt sie Maria, davor hatte sie andere Namen, das haben wir ja in von Babylon nach Rom in dem Buch von Alexander Hislop besprochen, weil das eine Entität ist, sage ich mal, die all diese heidnischen Religionen gemeinsam haben. So, und wenn man halt all die verschiedenen Religionen auf dieser Erde miteinander verbinden will, durch Ökumenismus und die ganzen Sachen, dann muss man natürlich irgendwo einen gemeinsamen Nenner haben. Was haben all diese Religionen gemeinsam? Ha! Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, die Königin von allen, die Himmelskönigin. Das findet man im römischen Katholizismus. Das findet man im Islam, das findet man im Buddhismus, das findet man im Hinduismus, das findet man überall in diesen heidnischen Religionen, die ihren Ursprung ja eben alle in Babylon haben. Und deswegen kann diese Königin des Himmels, die Queen of All, deswegen kann die Religionen auch vereinen. Deswegen ist das so wichtig. Und wenn man Englisch kann, dann kann ich nur anraten, dass man dieses Buch hier mal liest. Es ist von 2006 und wer Englisch kann und das nicht selbst lesen will, der kann auch gerne in die Archive von First Amendment Radio gehen und kann sich die Lesung von Tom Fress von 2009 anhören, wo er darüber spricht. Ich gehe jetzt hier nicht weiter rein, ich wollte euch das nur mal zeigen. Ich habe das Buch halt gehört, ja, wie Tom Fress das vorgelesen hat. Das fand ich also schon sehr bemerkenswert und sehr, sehr interessant. Und da wir hier ja jetzt über diese Sühnekommission auf die Maria-Erscheinung in Fatima eingehen, fand ich das doch sehr wichtig, mal eben dabei zu erwähnen. Also es gibt ja immer mehr als nur dieses eine Buch, was ich hier lese. Ne?
Gut, und so weiter, fährt der Autofahrer dann. Die Bruderschaften, Ordensfrauen, Apostel, Missionare, Anbeter, Eiferer, Ehrenwächter, Wiederhersteller, Vermittler und anderen mit dem Herzen Jesu verknüpften beabsichtigen, anscheinend ausschließlich der Aufforderung Mademoiselle Alacoque folgend, ihre Huldigung zu jenem der neuen Engelchöre zu vereinen. So, Mademoiselle Alacoque folgend, da folgt eine Erklärung hier, das ist also Marguerite Marie Alacoque, die lebte zwischen 1647 und 1690, von ihrer Mutter als Kind der allerheiligsten Jungfrau geweihte französische Salesianerin, fühlte sich infolge mehrerer Visionen, die sie hatte, unter anderem zur Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung sowie der Sühnekommunion berufen. Der Herz-Jesu-Verehrung und die damit im Zusammenhang stehende Sühnekommission gehen nach einzelnen Ansätzen bei den Kirchenvätern im Mittelalter besonders auf die Vision von Marguerite Marie Alacoque zurück und breiten sich vielmehr auch im 19. und 20. Jahrhundert aus. Nun, auch hierzu muss ich noch mal eben was sagen, weil sie spricht hier über Visionen, ja, in der Erklärung. Ja, also diese Salesianerin, diese Marguerite Marie, die lebte zwischen 1647 und 1690, hatte Visionen, wie hier steht. Ja, was sagt denn die Bibel zu Visionen? Da müssen wir mal in das in das fünfte Buch Mose gehen, in Deuteronium. Und im Deuteronium, Kapitel 13 oder davor, müsst ihr selbst mal schauen, in der Bibel, ich kenne die Bibel ja nun nicht auswendig, da spricht Gott davon, was mit den Sehern und Visionären und sowas passieren muss, halt mit Propheten, ne? Wenn ein Prophet etwas voraussagt, was dann nicht eintrifft, was man dann mit dem tun soll. Und wenn der Visionen hat, die nicht eintreffen. Und wenn er euch von Gott wegführt, was man dann tun soll. Steht alles in der Bibel. Ja? Und diese ganzen Visionen hier von der Himmelskönigin, über die wir gerade eben gesprochen haben, sind ja im Grunde nichts anderes als Botschaften des Teufels, der seine Dämonen dafür gebraucht, um diese Erscheinung überall hinzubringen. Ja, man darf ja nicht vergessen, wenn ihr sagt von ja, aber die Marienerscheinung hat es doch wirklich gegeben und denkt doch mal an die tanzende Sonne und was dann nicht alles passiert ist in der Zeit. Ja, das kann ja alles schön sein, aber der Teufel hat auch eine ganze Menge Mitarbeiter mit seinen gefallenen Engeln und die können viele Dinge machen, um euch zu betrügen. Nun, Jesus warnt uns glücklicherweise in der Bibel davor, auf solche Sachen hereinzufallen. Deswegen kann ich immer nur sagen, ein ordentliches, intensives Studium der Bibel sorgt dafür, dass wir auf solche Tricks nicht hereinfallen. Ihre Huldigung zu jenen der neuen Engelchöre. Was sind denn jetzt die Engelchöre? Also da, die Erklärung dazu lautet folgendermaßen. Kanonische, das heißt den Bestimmungen der katholischen Kirche entsprechend. Ne? Kanonisch hat immer mit den Bestimmungen der römisch-katholischen Kirche zu tun, wie zum Beispiel kanonisches Gesetz. Also kanonische, sich auf die Bibel berufende Lehre von neun existierenden Engelchören in folgender Rangordnung: Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel und Engel, 3 mal 3 macht 9. Vermutlich aufgrund der Zahlenmystik, Anschauung, dass den Zahlen eine bestimmte übernatürliche Bedeutung innewohne, nach der die 3 auch die Zahl der göttlichen Vollendung und der Trinität ist. Wobei wir hier natürlich verstehen müssen, der Trinität, ja, hier müssen wir bei verstehen, hier geht es nicht um den Gott der Bibel. Ja? Hier geht es um, wie eben hier auch steht, das Anschauung, dass den Zahlen eine bestimmte übernatürliche Bedeutung innewohne, das ist keine biblische Lehre. Hier bewegen wir uns wieder außerhalb der Bibel. Hier bewegen wir uns wieder in der Kabbalistik, in der gnostischen Lehre, in derjenigen Lehre, die kommt aus dem Freimaurertum und die kommt aus dem Jesuitentum. Ja? Also, Huldigung zu jener der neuen Engelchöre, da habe ich noch nie in der Bibel von gelesen. Und dass man die in einer Rangordnung steckt zwischen 1, 2, 3, Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel, Engel, 3 mal 3 macht 9,
Das ist typisch antibiblisch. Nur mal eben damit bei, dass wir das bitte schön gut verstehen. Das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. So, dann fahren wir jetzt nach der Erklärung, die ich gerade abgegeben habe, mal weiter in dem Buch. In Wirklichkeit ist es also alles andere als harmlos. Mehrmals haben die Bruderschaften ihre Ziele erklärt. Mich der Verleumdung zu bezichtigen, würden sie nicht in der Lage sein. Vielmehr werde ich noch einige Passagen aus ihren klarsten Aussagen zitieren und ihre Bekenntnisse nebeneinander stellen. Als die Opfer des Wohltätigkeitsbazars, das ist ein des Großbrandes des Filmpavillons auf dem Wohltätigkeitsbazar der Pariser Weltausstellung 1897, der nach unterschiedlichen Angaben 121 bis 167 Todesopfer gefordert haben soll, als diese Opfer des Wohltätigkeitsbazars beerdigt wurden, war die öffentliche Meinung über die Äußerungen Pater Oliviers entsetzt. Der Ordensbruder hatte in der Katastrophe einen neuerlichen Beweis göttlicher Milde gesehen. Gott sei durch unsere Fehler traurig gemacht und fordere uns nun sanft zur Buße auf. Zitat: Dies schien ungeheuerlich. Das Gebäude der Basilika auf dem Montmartre war zwar ein Ergebnis desselben Gedankens, aber das hatte man vergessen. Ende Zitat von Gaston Bally. Was war demnach die schreckliche Sünde, die Frankreich hätte bekennen sollen? Der oben erwähnte Autor antwortet: Die Revolution. Dies ist das abscheuliche Verbrechen, für das wir, das heißt die Franzosen, zu büßen haben. Und die Herz-Jesu-Basilika symbolisiert Frankreichs Reue. Sacratissimo Cordo Jesu Christi Gallia Patiens et Devota, das heißt ein dem Herzen Jesu Christi reuiges und angelobtes Frankreich. Sie bringt zudem unsere feste Absicht zum Ausdruck, die Missetaten zu sühnen. Sie ist ein Mahnmal der Sühne und Büße. Zur Hymne der moralischen Ordnung wurde, Zitat, Rom und Frankreich im Namen des Herzens Jesu retten. Ende Zitat. Zur Hymne der moralischen Ordnung wurde Rom und Frankreich im Namen des Herzens Jesu retten. Und so waren wir imstande, gegen alle Hoffnungen zu hoffen, schrieb Abt Bruguière. Und vom befriedeten Himmel einst das große Ereignis der Wiederherstellung der Ordnung und die Rettung der Heimat zu erwarten. Ende Zitat. Dennoch schien der über das Frankreich der Menschenrechte erzürnte Himmel durch den Bau der berühmten Basilika der drei Kerzenlöscher, das sind also der dreitürmige Bau, mal eben sehen hier, Entschuldigung, dass das läuft. Dennoch schien der über das Frankreich der Menschenrechte erzürnte Himmel durch den Bau der berühmten Basilika der drei Kerzenlöscher nicht ausreichend befriedigt gewesen zu sein, da die Wiederherstellung der Ordnung oder vielmehr die monarchische Wiederherstellung, ja, wo dann wieder der Monarch dem Papst unterstellt ist, parallel nur langsam verlief. Nun, selber Autor erklärt es auf folgende Weise. Da wollen wir doch mal hören. Zitat: Auch wenn die grandiosen Manifestationen des katholischen Glaubens während der dem Krieg von 1870-71 folgenden Jahre eindrucksvoll erscheinen mögen, wäre es mangelnde Wahrnehmung, würde die französische Gesellschaft jener Epoche alleinig auf der Grundlage jener äußerlichen Frömmigkeit beurteilt. Wir würden auch psychologischen Sinnes ermangeln und wären jenseits der Wahrheit. Vielmehr müssen wir uns fragen, ob die religiöse Meinung für die Gesamtheit jener Gesellschaft auf den Glaubensausdruck, der sich in den von den Bischöfen organisierten beeindruckenden Wallfahrten offenbarte, sowie auf die Ernsthaftigkeit der Massen in den Kirchen eine direkte Antwort war. Ohne in irgendeiner Weise die Bedeutung der durch die zwei Kriege von 1870-71 und 1914 herbeigeführten Glaubensbewegungen in Frankreich, die auch derart große Hoffnungen weckte, abschwächen zu wollen, müssen wir jedoch zugeben, dass diese Erweckung nicht die Tiefe noch den Umfang hatte, die eine wirkliche religiöse Erneuerung haben würde. Denn damals bereits
Denn bereits damals bestand die Kirche Frankreichs nicht nur aus Tausenden von Ungläubigen und Gegnern, sondern auch aus einer Anzahl jener, die nur dem Namen und nicht der Überzeugung nach Katholiken waren. Tja. Die Kirche Frankreichs bestand aus einer großen Anzahl jener, die nur dem Namen und nicht der Überzeugung nach Katholiken waren. Da muss ich doch mal eben unterbrechen. Wie viele Leute gibt es heute nicht, die nur dem Namen nach, ja, wie er hier schreibt, die nur dem Namen und nicht der Überzeugung nach Christen sind? Also zum Glück macht der Autor hier ja eben den Unterschied, dass er hier nicht Christen schreibt, sondern dass er Katholiken mit reinschreibt. Und wir wissen ja inzwischen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Christen und Katholiken. Christen sind diejenigen, die an den Gott der Bibel glauben und der Bibel folgen. Und Katholiken sind diejenigen, die dem Papst folgen und an den Papst, an den Gott dieser Erde glauben, nämlich an Satan. Und seinen Stellvertreter, an seinen Stellvertreter hier eben, den Papst. Ja? Das ist der Unterschied. Aber dieser Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, den kann man also wirklich, hier kann man wirklich 100% das Wort Katholiken mit Christen ersetzen. Eine große Anzahl jener, die nur dem Namen und nicht der Überzeugung nach Christen sind. Ja, das sind diejenigen, die ich so die Freizeitchristen nenne. Wisst ihr? Es wurden religiöse Übungen abgehalten. Religiöse Übungen, spirituelle Übungen, nicht aus Überzeugung, sondern vielmehr aus der Gewohnheit heraus, der Tradition. Und Rom baut ja nun mal nur auf die Tradition, wie wir wissen. Aber wir fahren fort in dem Zitat von Abt Brugeret. Kaum hatte es ihn getan, schien Frankreich den Verzweiflungsschritt, dass es eine katholische Mehrheit in die Nationalversammlung schickte, zu bereuen. Denn 5 Monate später bei den Ergänzungswahlen, am 2. Juli des Jahres 1871, schwenkte es um. Das Land sollte an jenem Tage 113 Abgeordnete wählen. Absoluter Verlierer waren die Katholiken und Sieger zwischen 80 und 90 Republikaner. Die ganzen den Bestimmungen des allgemeinen Wahlrechts folgenden Urnengänge hatten selbigen Charakter der republikanischen und antiklerikalen Opposition. Es wäre kindlich, so zu tun, als wären sie nicht Ausdruck der Meinungen und Wünsche der Gesellschaft. Naja, hiermit endet das Zitat von Abt Bourget. Aber wie wir bereits im vorigen Kapitel gelesen haben, wissen wir ja, dass die ganzen verschiedenen Parteien sowieso von der römisch-katholischen Kirche kontrolliert waren. Also ob jetzt die katholische Kirchenparteien da gewinnen oder die Republikaner gewinnen, wenn die Republikaner von der römisch-katholischen Kirche kontrolliert werden, dann spielt es doch keine Rolle, oder? Das haben wir doch wohl inzwischen begriffen. Nun, der von den Großen zur Aufrichtung des Landes organisierten Wallfahrten sprechende Abt Brugeret gibt zu, dass die Ursache einiger Irrtümer und Auswüchse waren, die das Misstrauen der Kirchengegner hervorriefen. Zitat: Für letztere werden die Wallfahrten von der Geistlichkeit organisierte Unternehmen zur Restauration von Monarchie und päpstlicher Macht in Rom sein. Und die von der Geistlichkeit zu diesen zwei Zielen vertretene Meinung wird die Vorwürfe vor der nicht-religiösen Presse rechtfertigen wollen und somit, wie wir später sehen werden, einen wesentlichen Anstoß zum Antiklerikalismus, also Kirchenhass, geben. Ohne mit ihren weit während der Jahre nach dem Krieg derart wieder zu neuem Leben erwachten religiösen Gewohnheiten zu brechen, wie es Gambetta, ein französischer Politiker, der lebte zwischen 1838 und 1882, brandmarkte, die französische Gesellschaft gegen diese Priesterregierung rebellieren. Tief im Innern hatte sich das französische Volk einen unbezwingbaren Instinkt des Widerstandes gegen alles erhalten, was auch nur irgendwie nach Herrschaft der Kirche aussah. Generell liebte diese Nation die Religion. Doch machte ihr das von der regierungsfeindlichen Presse wiederbelebte Gespenst der Theokratie, also der Kirchenregierung, Angst. Die älteste Tochter der Kirche wollte keineswegs vergessen, dass auch sie
die Mutter der Revolution war. Ende Zitat von Abt Bourriquet. Und doch unternahm die Geistlichkeit indes mit den Jesuiten an der Spitze derartige Anstrengungen, um das französische Volk zu überreden, dem republikanischen Geiste abzuschwören. Zitat: Da das Falloux-Gesetz in Kraft trat, erweiterten die Jesuiten ihre Kollegien, wo sie die Kinder des herrschenden Bürgertums erzogen und brachten ihnen offensichtlich keine große Liebe für die Republik bei. Ende Zitat. Ein weiteres Zitat von Adrien Dansett: Die im Jahre 1845 von Pater Dalzon, das ist Emmanuel Dalzon, geschaffene Assumptionisten, ja, also jemand, das sind die unierten und orthodoxen tätigen Kongregationen nach der Augustinerregel, wollen ihrerseits dem Volke den Glauben zurückgeben, den es verloren hatte. Ende Zitat. Doch es gab viele weitere neidische Lehrorden. Und jetzt folgt natürlich wieder ein kleiner Abschnitt, so wie ihr seht, mit einigen Erklärungen darin. Also das wird wieder ein klein wenig dauern, bis wir das alles gut verstanden haben. Doch es gab noch viele weitere neidische Lehrorden. Oratorianer. Ja, was ist das denn? Oratorium des heiligen Filippo Neri, der 1575 von Filippo Neri in Rom gegründete, 1575 päpstlich anerkannte Vereinigung von Priestern und Laien, die sich der Wissenschaft und Seelsorge widmen. Das sind Oratorianer. Eudisten, 1643 von dem französischen Priester Johannes Eudes gegründete Weltpriesterkongregation in Bistumsdienst stehende Ordensgemeinschaft zur Heranbildung von Geistlichen in Seminaren, vielfach auch zur Bekämpfung des romfeindlichen Jansenismus, also des katholischen Reformbestrebens, das die unverminderte augustinische Lehre von der Erbsünde und Gnade verfocht und sich durch die Anerkennung der Präsidentiationslehre dem Calvinismus näherte, für ihr Volksmissionen. Das sind die Eudisten. Dann noch die Dominikaner des dritten Ordens. Na, die Dominikaner des ersten Ordens kennen wir ja, ne? Das ist die Inquisition, ne? Die Dominikaner des dritten Ordens, da steht hier als Erklärung, neben den Brüdern erster Orden, Schwestern zweiter Orden, der Klöstern sind die Dominikaner des dritten oder des Drittordens, gläubigen Vereinigungen, die an ihrem Platz in der Welt nach der Spiritualität der Dominikaner leben wollen. Dann gibt es noch die Marianiten oder Marianisten, ja, das ist 1817 für die Mission und Schulunterricht gegründete katholische Orden mit Sitz des Generaloberen in Rom. Maristen gibt es auch noch, von 1816 gegründeter katholischer Orden im Sitz des Generaloberen in Rom, widmen sich unter anderem vielen Missionen. Die für Jules Simon, französischer Politiker und Philosoph, der lebte zwischen 1814 und 1896, deren Eselshaut gebundene zweite Teil der Jesuiten waren, und die Brüder der christlichen Schulen, das ist von Jean-Baptiste de La Salle gegründete katholische Laienkongregation für die Erziehung und Unterricht mit Sitz des Generaloberen in Rom, besser bekannt unter dem Namen Schulbrüder, die, außer den Sprösslingen des Bürgertums, mehr als 1,5 Millionen Kinder, einfacher Leute, in der guten Lehre unterwiesen. So, und jetzt den ganzen Satz nochmal ohne die ganzen Erklärungen dabei. Wir haben jetzt die verschiedenen Elemente erklärt. Ja? Oratorianer, Eudisten, Dominikaner des dritten Ordens, Marianiten, Maristen und die für Gilles Simon der in Eselshaut gebundene zweite Teil der Jesuiten waren, haben wir jetzt alles mal erklärt. Das lesen wir den ganzen Satz nochmal so, dass wir ihn auch verstehen. Doch gab es noch viele weitere neidische Lehrorden. Oratorianer, Eudisten, Dominikaner des dritten Ordens, Marianiten, Maristen, die für Jules Simon, der in Eselshaut gebundene zweite Teil der Jesuiten waren, und die Brüder der christlichen Schulen, besser bekannt unter dem Namen Schulbrüder, die, außer den Sprösslingen des Bürgertums, mehr als 1,5 Millionen Kinder, einfacher Leute in der, zwischen Anführungszeichen, guten Lehre unterwiesen.
Es überrascht nunmehr nicht, dass diese Situation die republikanische Führung in die Defensive brachte. Das heißt, die Katholiken, der Theokratismus, die Kirchenregierung macht Fortschritte und die republikanische Führung macht Rückschritte. Es überrascht nunmehr nicht, wenn wir dieses Ganze gelesen haben, dass diese Situation die republikanische Führung in die Defensive brachte. Ein im Jahr 1879 von Julius Ferry vorgeschlagenes Gesetz sah vor, die Geistlichkeit aus dem Bildungsrat, in den sie durch die Gesetze von 1850 und 1873 eingeführt worden war, zu entfernen, sowie das alleinige Recht zur Verleihung von Lehrerdiplomen wieder den staatlichen Fakultäten zu übertragen, also von der Kirche wegzunehmen und dem Staat zu geben. Nun, solange die Kirche den Staat regiert, spielt das keine Rolex, aber wenn der Staat sich von der Kirche freisagt, wie hier in, ja, in Frankreich jetzt passiert, dann spielt das schon eine Rolle. Dann wird nämlich der Kirche das Recht, das sie für sich beansprucht, nämlich die Ausbildung der Generationen zu haben, weggenommen. Ja, deswegen ist das hier ein ganz wichtiger Satz. Also, zudem ist es nach Artikel 7 dieses Gesetzes, Zitat, niemandem, der einer nicht zugelassenen Kongregation angehört, gestattet, öffentlichen oder kostenlosen Unterricht zu erteilen. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Nach Artikel 7 dieses Gesetzes ist es niemandem, der einer nicht zugelassenen Kongregation angehört, gestattet, öffentlichen oder kostenlosen Unterricht zu erteilen. Hier also in diesem republikanischen Gesetz steht dann doch wieder drin, dass nur Leute einer anerkannten, einer zugelassenen Ordensgemeinschaft, die angehörig sind, kostenlosen öffentlichen Unterricht erteilen dürfen. Die Jesuiten werden in jenem berühmten Artikel 7 von allen anderen angesprochen. Vor allen anderen angesprochen. Die Geistlichen des Deschonats, also des katholischen Kirchenbezugs, Moret, Saint-de-Marne, werden also erklären, sie seien, Zitat, auf Seiten sämtlicher Religionsgemeinschaften, einschließlich der ehrwürdigen Patres der Societas Jesu. Sie zu schlagen, schreiben sie, hieße uns selbst schlagen. Das Bekenntnis ist eindeutig. Abt Brugeret, der jene Passage schrieb, kennzeichnet den Widerstand der Katholiken gegen das, was er heimtückischer Angriff nennt, fügt aber hinzu, Zitat, nach wie vor ignoriert die Geistlichkeit das immense Voranschreiten des Laienstandes. Sie hat bis heute nicht begriffen, dass sie infolge ihrer Ablehnung der Grundsätze von 1789 nunmehr jeden entscheidenden Einfluss auf die Richtung der öffentlichen Gesinnung in Frankreich verloren hat. Ende Zitat. Artikel 7 wird vom Senat abgelehnt. Doch Julius Ferry beruft sich auf die bestehenden, die Kongregationen betreffenden Gesetze. Ja, wenn ein Artikel abgelehnt wird, dann gibt es ja noch Ersatz. Infolgedessen enthält am 29. April 1880 das Journal Officiel, das ist also 1848 gegründetes offizielles Presseorgan der französischen Regierung, also ein Amtsblatt. Dieses enthält am 29. April 1880 zwei Gesetze, die die Jesuiten zwingen, sich aufzulösen, sowie sämtliche nicht zugelassenen Männer- und Frauenkongregationen sich innerhalb von 3 Monaten die Anerkennung und Zulassung ihrer Richtlinien und Rechtsstellung einzuholen. Unverzüglich organisiert man eine Bewegung des Widerstandes. Debidur schreibt, Zitat, die schwer getroffene Kirche ist erregt, Ende Zitat. Nach dem 11. März brachten Leo der 13., das ist also Antichrist Papst Leo der 13., der Nachfolger von Papst Pius dem 9., Pio Nono, nach dem 11. März brachten Leo der 13. und sein Nuntius, also sein Botschafter, ihren schmerzerfüllten Protest zum Ausdruck. Nuntius ist immer der höchste katholische Vertreter des Papstes in einem Land, ja, wie zum Beispiel, das werden wir später noch lernen,
Eugenio Pacelli, der später Papst Pius XII. Wurde, wo wir ja vorher schon gelesen hatten im vorigen Kapitel, dass der heilig gesprochen wurde, Hitlers Papst, der war Nuntius in Deutschland zwischen 1917 und 1929. Ja. Und nach dem 11. März brachten Leo der 13. hier und sein Nuntius ihren schmerzerfüllten Protest zum Ausdruck. Zitat: Es ist nun an den Bischöfen, die Orden energisch zu verteidigen. Ende Zitat. Die Söhne Loyolas wurden dennoch ausgewiesen. Also hier passiert im Grunde nach dem Krieg zwischen 1870 und 1871 mit Deutschland in Frankreich dasselbe wie in Deutschland, weil in Deutschland hat Bismarck die Jesuiten 1872 rausgeschmissen. Die Söhne Loyolas wurden dennoch ausgewiesen. Doch lesen wir, was zu diesem Thema Abt Brugeret zu sagen hat. Jetzt wird es interessant, weil eine offizielle Ausweisung ist ja nicht alles. Zitat: Trotz allem hatten die Jesuiten Spezialisten im Wiedereinstieg durch die Fenster. Nachdem sie zur Tür hinausgeworfen wurden, ihre Kollegien bereits erfolgreich unter die Kontrolle von Laienbrüdern oder Weltgeistlichen, also das sind Geistliche, die nicht Mitglieder eines Mönchsordens sind, gebracht. Obwohl nicht in besagten Kollegien wohnend, konnte man sie zu bestimmten Tageszeiten kommen sehen, um Leitungs- und Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Ende Zitat. Den Betrug hatte man aber entdeckt und die Jesuitenkollegien schließlich geschlossen. Die Verordnungen vom Jahre 1879 wurden gegen 32 Kongregationen durchgesetzt, die sich weigerten, sich den rechtlichen Verordnungen zu unterwerfen. Vielerorts führte man die Ausweisung gegen den von die Patres hervorgerufenen Widerstand der Gläubigen mittels Waffengewalt manu militari durch. Nicht allein lehnten diese es ab, um eine rechtliche Genehmigung zu ersuchen, sondern auch eine Verzichtserklärung über jeden Gedanken des Widerstandes gegen die bestehende Ordnung zu unterschreiben. De Freycinet, das ist Charles-Louis de Saulce de Freycinet, französischer Politiker von 1828 bis 1923, de Freycinet, dem damaligen sie begünstigenden Präsidenten des Rates, hätte dies genügt, um sie noch zu tolerieren. Als sich die Orden dafür entschieden, die besagte förmliche Loyalitätserklärung zu unterschreiben, war der Schachzug hinfällig und de Freycinet zum Aufgeben gezwungen, denn er hatte versucht, die Übereinkunft gegen den Willen des Parlaments und seiner Kabinettskollegen auszuhandeln. Zu der Erklärung, welche die Orden unterschreiben mussten und derart widerwärtig fanden, bemerkt Abt Brugeret, Zitat: Diese Erklärung über die Respektierung der Institutionen, die Frankreich so frei war, sich zu geben, dürfte heutigen Tags sehr harmlos und unverfänglich erscheinen, verglichen mit dem feierlichen Treueeid, den das Konkordat vom 20. Juli des Jahres 1933 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich den Bischöfen abverlangte. Artikel 16 aus dem Konkordat: Bevor die Bischöfe von ihrer Diözese, also Bischofsprovinz, Besitz ergreifen, leisten sie in die Hand des Reichsstatthalters, ja, in dem zuständigen Lande bzw. des Reichspräsidenten einen Treueeid nach folgender Formel. Zitat: Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen, in der pflichtgemäßen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens, werde ich in Ausübung des mir übertragenen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte. Ende Zitat aus dem Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Nun, auf dieses Konkordat, das 1933 geschlossen wurde, am 20. Juli, wie wir hier gelesen haben, also keine 5 Monate, selbst keine 4 Monate nach der Machtergreifung Adolf Hitlers oder knapp 4 Monate nach der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933, geschlossen von
Eugenius Pacelli, dem damaligen Nunzio in Deutschland. Wollen wir eben gucken, Pacelli, ob ich da hier das Bild eben mal aufrufen kann. Da war ja damals der Nunzio. Hier haben wir das Bild mit Franz von Papen. Ja, das ist das Konkordat oder die Unterzeichnung des Konkordats am 20. Juli 1933. Da sehen wir hier ganz links Ludwig Kaas. Ja, das weiß ich jetzt auswendig den Namen hier, muss ich gar nicht mal nachschauen. Ludwig Kaas war der Förderer der Zentrumpartei, ja, ein deutscher Bischof. Hier sehen wir den Malteserritter von Papen und hier sehen wir Eugenio Pacelli, der zwischen 1917 und 1929 Nunzio in Deutschland war und zur Zeit der Unterschreibung des Konkordats 1933 Staatssekretär im Vatikan war. Das heißt, er hat die höchste Funktion unter dem Papst im Vatikan. Und die haben sich hier zusammengefunden, um das Konkordat zu unterschreiben. Das Konkordat ist nichts weiter als ein Vertrag zwischen dem Vatikanstaat, der ja seit 1929 der Unterzeichnung des Lateranvertrages von Mussolini wieder ein eigenständiger Staat war und somit seine temporäre Macht zurückgewonnen hatte, und dem Deutschen Reich. Und was haben wir jetzt gerade in diesem fantastischen, lass das Bild nochmal eben hier leben, in diesem fantastischen Konkordat gelesen? Bevor die Bischöfe von ihrer Diözese Besitz ergreifen, leisten sie in die Hand des Reichsstatthalters in dem zuständigen Lande bzw. Reichspräsidenten einen Treueeid nach folgender Formel. Bla bla bla. Nun, warum sage ich hier bla bla bla? Weil der Treueeid im Grunde keine Rolle spielt. Warum nicht? Weil es geistige Reservationen gibt, geistige Vorbehalte, mit denen die solche Eide schwören. Weil ein Katholik und sicher ein Bischof, also jemand, der in der römischen Hierarchie ja nun nicht gerade ganz unten steht, hat in erster Linie seine Allianz geschworen dem Papst und Rom. Und natürlich gibt er diese Schwüre ab, dass er für Deutschland in diesem Fall, für das Reich, in dem er arbeitet, arbeitet und dass er in Ausübung des übertragenen Amtes jeden Schaden zu verhüten zu trachtet, der das Land bedrohen könnte. Aber im Endeffekt, und das haben wir ja gelernt bei dem Schwur der Jesuiten, zählt nur, dass am Ende die Kirche als Gewinner dasteht. Und wenn ein Bischof in den Konflikt kommt, um zu entscheiden, muss ich mich jetzt richten nach dem, was ist gut für Deutschland? Oder muss ich mich nach dem richten, von was ist gut für meine Kirche? Dann wissen wir ja wohl, welchen Eid er befolgen wird. Das sind nur Eide, die hier gehalten werden, um das Volk zu verblenden, weil denen wird das ja erzählt. Ja, guck, der Bischof, der muss hier schwören, dass er alles Gute tut und Schaden abwendet von dem Land, in dem er dient. Das heißt, er arbeitet für das Volk, genau wie Merkel sagt von, ich schwöre der Bundesrepublik Deutschland zu dienen und Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Dabei tut sie jeden Tag nichts anderes, als dem deutschen Volk nur Schaden zuzufügen. Ja, weil ihre erste Allianz in Rom liegt. Das sind Schwüre, die kann man die Toilette runterspülen. Die sind komplett irrelevant. Nun, es ist natürlich schön, dass der Autor hier in diesem Buch drauf eingeht und uns das mal erzählt, wie das hier im Konkordat steht. Ist ja auch schön. Das könnt ihr euch auch alle raussuchen. Ihr könnt euch ja die Konkordate raussuchen. Und da steht das dann drin. Hier steht das aber drin. Ja, deswegen muss man eben dieses Hintergrundwissen haben, dass wir sagen, ob dieser Eid jetzt gelesen wird oder nicht, spielt keine Rolle. So, und dann zu dem Konkordat nochmal. Das Konkordat, was damals 1933 unterzeichnet wurde, ist heute noch gültig. Dazu sollte man wissen, dass viele andere europäische Länder, wie zum Beispiel Italien und Spanien, die auch in der Zeit mit ihren faschistischen Regierungen einen Konkordat mit dem Heiligen Stuhl oder eben dem Vatikan unterzeichnet hatten, dass die den wieder gekündigt haben. Und da sind natürlich neue Konkordate entstanden, das ist eine andere Sache. Aber die Konkordate, die zur Zeit der faschistischen Regierung Italiens und der faschistischen Franco-Regierung Spaniens mit dem Heiligen Stuhl unterzeichnet wurde, sind nicht mehr gültig.
Aber der deutsche oder das deutsche Konkordat von 1933 zur Zeit des dritten hitlerischen Reiches ist heute immer noch gültig. Das war jetzt wohl genug Erklärung zu diesem Fall. Fahren wir fort in dem Buch. Es ist selbstverständlich ein großer Unterschied zwischen einem bloßen Versprechen des Nichtwiderstands gegen Frankreichs Führung und der feierlichen Zusicherung, den nationalsozialistischen Staat zu unterstützen. Ebenso groß wie der Unterschied zwischen den zwei Regierungssystemen, demokratisch und liberal das eine, deshalb von der römischen Kirche gehasst, totalitär und rücksichtslos intolerant das andere, gewollt und installiert durch die vereinten Anstrengungen des päpstlichen Geheimkämmerers Franz von Papen, Malteserritter und Monsignor Pacellis, Nuntius, also päpstlicher Botschafter in Berlin und späterer Papst Pius XII. Seht ihr, hier sagt der Autor genau das, was ich euch gerade eben vorher gesagt habe, aus eigenen Forschungen. Ich wusste es ja nicht, ich habe es ja auch noch vorher gelesen. Aber schön, sich bestätigt zu finden. Es ist wiederum Abt Brugeret, der, nachdem er erklärt hatte, dass, was die Societas Jesu betrifft, das Regierungsziel erreicht wurde, auch zugibt, wie wir gleich lesen werden. Ich muss ja nochmal eben einen Kommentar geben auf das, was ich gerade eben gelesen habe. Man muss das jetzt nochmal bitte widerstehen, was ich hier gerade eben vorgelesen habe. Ebenso groß wie der Unterschied zwischen den zwei Regierungssystemen, demokratisch und liberal, das eine, das französische, und deshalb war es von der römischen Kirche gehasst, totalitär und rücksichtslos intolerant das andere, das Nazi-Regime, das nationalsozialistische Regime, gewollt und installiert durch die vereinten Anstrengungen des päpstlichen Geheimkämmerers Franz von Papen und Eugenius Pacelli. Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen hier. Aber gut, es ist wiederum Abt Brugeret, wie ich gerade schon vorgelesen hatte, der, nachdem er erklärt hatte, dass, was die Societas Jesu, die Kompanie Jesus, die Gesellschaft Jesu betrifft, das Regierungsziel erreicht wurde, auch zugibt, Zitat, von der Vernichtung der Ordensinstitution konnte keine Rede sein. An der Oberfläche vielleicht. Die weiblichen Kongregationen blieben unangetastet und die zugelassenen, für den Laien gefährlich wie die anderen, bestanden nach wie vor. Auch wussten wir, dass nahezu sämtliche infolge der Verordnungen vom Jahre 1880 aus ihren Häusern vertriebenen Männerkongregationen still und heimlich wieder in ihre Klöster zurückgekehrt waren. Ende Zitat. Doch diese Ruhepause war von kurzer Dauer. Die Absicht des Staates, Steuern und Nachfolgerechte auf das Vermögen der kirchlichen Gemeinschaften zu erheben, löste unter diesen eine allgemeine Entrüstung aus, da sich dem allgemeinen Recht unterzuordnen nicht ihre Absicht war. Was heißt denn das? Das heißt, dass die kirchliche Macht sich niemals der staatlichen Macht unterstellt. Im römisch-kanonischen Recht ist es festgehalten, dass die geistliche Macht, die säkulare, die zivile Macht regiert. Die geistliche Macht steht über der staatlichen Macht. Das ist genau das, was Martin Luther 1520 in seinem Schreiben an die deutsche Nobilität, an den deutschen Adel bereits angekarrt hatte. Könnt ihr ja gerne nachlesen oder schaut euch meine Videos zur Lesung von Martin Luther an. Da habe ich das ja in zwei Teilen vorgelesen, das Papier von 1520. Die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht. So, und wenn jetzt der Staat die Absicht hat, Steuern und Nachfolgerechte auf das Vermögen der kirchlichen Gemeinschaften zu erheben, natürlich löst das dann eine allgemeine Entrüstung aus, da sich dem gemeinen, also dem staatlichen Recht unterzuordnen, nicht die Absicht des Klerikus, des Klerus war. Zitat, die Widerstandsorganisation war ein Werk eines von P.P. Patrice Bailey, Assumptionist Stanislas, einem Kapuziner, und Le Doré
Superior der Eudisten geleiteten Komitees. Den großen Eifer der Geistlichkeit erweckte Peter Bailly damals zu neuem Leben, indem er schrieb: Wie St. Laurentius müssen die Mönche und Nonnen eher zur Streckbank und Daumenschrauben zurückkehren, als dass sie sich ergeben. Ende Zitat. St. Laurentius war ein Märtyrer, der nach der Legende auf glühendem Rost zu Tode gefoltert wurde. Und ich habe mir das jetzt nicht angeschaut, inwieweit das stimmt, aber wenn die römisch-katholische Kirche über irgendwelche Märtyrer spricht, dann wissen wir ja aus der Lesung von Babylon nach Rom, dass die Märtyrer der römisch-katholischen Kirche Verräter sind. Verräter Christi, Verräter des Volkes, Verräter der normalen, zwischen Anführungszeichen, der normalen Menschen. Ja? Also, nicht vergessen. Wie St. Laurentius müssen die Mönche und Nonnen eher zu Streckbank und Daumenschrauben zurückkehren, als dass sie sich ergeben. Wie durch Zufall war der Haupterwecker jenes großen Eifers, Bailly, ein Assumptionist oder genauer gesagt ein getarnter Jesuit. Hinsichtlich Streckbank und Daumenschrauben hätten wir den guten Pater daran erinnern können, dass diese Folterinstrumente in der Tradition des Heiligen Stuhls stehen und nicht des republikanischen Staates. Dankeschön, Edmond Paris, dass du mir hier die Arbeit abnimmst, einen Kommentar geben zu müssen. Weil es brannte mir unter den Nägeln, nachdem ich das Zitat hier von gelesen hatte, was ich hier gerade vorgelesen hatte, ja, brannte es mir unter den Nägeln zu sagen von ja, Streckbank und Daumenschrauben, was haben denn da bitte schön Mönche und Nonnen mit zu tun? Und deswegen danke Edmond Paris, der hier gleich drauf eingeht und mir den Wind aus den Segeln nimmt. Hinsichtlich Streckbank und Daumenschrauben hätten wir den guten Pater daran erinnern können, dass diese Folterinstrumente in der Tradition des Heiligen Stuhls stehen und nicht des republikanischen Staates. Eben, es ist die römisch-katholische Kirche, die diese und andere Foltermethoden gegenüber denjenigen angewendet hat, die sich nicht ihrem satanischen, kanonischen Gesetz unterwerfen wollten oder wollen. Die Kongregationen zahlten am Ende doch etwa die Hälfte ihres Besitzes und, wie oben erwähnter abzugibt, wurde dem Gedeih ihrer Arbeit kein Abbruch getan, was man sich gut vorstellen kann. Wir können nicht ins Detail gehen hinsichtlich der Gesetze von 1880 und 1886, die dazu neigten, die konfessionelle Neutralität der staatlichen Schulen abzusichern, diese Säkularisierung für die Toleranzler als selbstverständlich angesehen, von der römischen Kirche aber abgelehnt wird als abscheulicher Versuch des Gewissenszwanges, den sie doch stets für sich selbst beansprucht hat. Gewissenszwang ist für die römisch-katholische Kirche nur dann abscheulich, wenn sie ihn nicht ausüben kann. Das ist genau wie mit der Religionsfreiheit, für die Rom nur plädiert, wenn sie selbst nicht an der Macht ist. Hatte ich ja schon öfter drüber gesprochen. Also wirklich ein ganz schöner, wichtiger Satz hier. Ich lese den, glaube ich, nochmal, dass wir das nochmal gut verstehen können. Wir können nicht ins Detail hinsichtlich der Gesetze von 1880 und 1886 gehen, die dazu neigten, die konfessionelle Neutralität der staatlichen Schulen abzusichern. Diese Säkularisierung für die Toleranzler als selbstverständlich angesehen, von der römischen Kirche aber abgelehnt wird, als abscheulicher Versuch des Gewissenszwanges, den sie jedoch stets für sich selbst beansprucht hat. Gewissenszwang ist für die römisch-katholische Kirche nur dann gut, wenn sie ihn ausüben kann. Man konnte davon ausgehen, fährt das Zitat fort, dass sie für dieses sogenannte Recht so heftig kämpfen würde, wie für ihre finanziellen Privilegien. Ja, da kann man von ausgehen, schreibt Brugeret hier, und da kann man wirklich von ausgehen. Wenn man der Kirche etwas wegnimmt, die holt es sich wieder. Und das erleben wir in der Geschichte und das erleben wir heutzutage, wo sie sich alles wiederholt, was sie damals durch die Reformation, durch die protestantische Reformation verloren hat. Durch Verdammung bestimmter Moral- und bürgerlichen Unterricht behandelnder Schulbücher
tritt im Jahre 1883 die vom Jesuitismus inspirierte Indexkongregation in den Kampf ein. Was ist eine Indexkongregation? Die Erklärung dazu sagt hier von den Übersetzern eine katholische Zensurbehörde, die bereits 1571 errichtet wurde und die übrigens dafür sorgte, dass auch die Bibel verboten wurde. Unter anderem, das war sogar schon früher. 1571 errichtet, gingen 1917 ihre Befugnisse in das 1542 errichtete Officium, das ist das oberste Kurialamt, über, das 1965 in die Kongregation der Glaubenslehre umgewandelt wurde. Also, wir sprechen hier von der Inquisitionen, Durch Verdammung bestimmter Moral- und bürgerlichen Unterricht behandelnder Schulbücher tritt im Jahre 1883 die vom Jesuitismus inspirierte Indexkongregation, was also nichts anderes als die Inquisition, in den Kampf ein. Die Angelegenheit ist selbstverständlich ernst zu nehmen. Einer der Autoren, Paul Bert, wagte es zu schreiben, dass dem kritischen Geiste schon die Wunderidee weichen muss. Ergo verkünden mehr als 50 Bischöfe die Indexentscheidung mit schimpfenden Kommentaren und einer von ihnen, Monsignore Isoard, erklärt in seinem Hirtenbrief vom 27. Februar des Jahres 1883, dass die Lehrer, die Eltern und die Kinder, die sich weigerten, besagte Bücher zu vernichten, von den Sakramenten ausgeschlossen würden. Also, dass die dem Bann unterliegen, dem Kirchenbann, genauso wie eine Exkommunikation, ja, wenn man von den Sakramenten ausgeschlossen wird. Was heißt denn das? Man kann nicht getauft werden, man kann nicht heiraten, man kann nicht begraben werden, man kann nicht an der Messe teilnehmen. Und das ist ja wohl für Katholiken furchtbar, wenn sie an der Transsubstantiation nicht teilnehmen können. Ja? Das ist der Fall, das ist die Folge. Die Lehrer, die Eltern, die Kinder, die sich weigerten, die Bücher, die hier von der Indexkongregation, also auf den Index gesetzt werden, zu vernichten, und dazu gehört wohl auch die Bibel und alle sonstigen protestantischen und freien Schriften, dann wird man von den Sakramenten ausgeschlossen. Das heißt, man wird von der römisch-katholischen Kirche damit bestraft, in einem kleinen Worte, mit dem Kirchenbann wird man bestraft und mit dem Kirchenbann wird man belegt. Die Gesetze von 1886, 1901 und 1904, die besagen, dass von Mitgliedern religiöser Gemeinschaften keine Lehrtätigkeit ausgeübt werden könne, setzen für ihren Teil eine Protestflut seitens des Vatikan und der französischen Geistlichkeit in Gang. Ja. Wenn also eine Republik, in diesem Fall Frankreich, Gesetze erlässt, die es der Geistlichkeit verbietet, Lehrtätigkeit auszuüben, dann setzt eine Protestflut seitens des Vatikans und der französischen Geistlichkeit in Gang. Wobei sich die unterrichtenden Mönche und Nonnen lediglich hätten verweltlichen müssen. Das heißt, die unterrichtenden Mönche und Nonnen hätten genau das Gleiche tun müssen, was die Jesuiten taten in der Zeit zwischen 1773 und 1814, in der Zeit, wo sie sozusagen verboten waren. Nämlich, sie haben sich verweltlicht, säkularisiert, die Jesuiten. Und hier die unterrichtenden Mönche und Nonnen hätten dasselbe tun müssen. Was sagt die römisch-katholische Kirche? Ja, wenn wir unsere Mönche und unsere Nonnen nicht mehr gebrauchen können für den Unterricht, dann werden wir eben dafür sorgen, dass diejenigen Lehrer, Männer und Frauen, die den Unterricht versorgen, römisch-katholisch erzogen sind. Und damit ist es genau das Gleiche. Die Kirche sichert sich ihr Recht auf Ausbildung, wie wir bereits vorher besprochen hatten. Da läuft es drauf hinaus. Das einzig positive Ergebnis, fährt der Autor fort, dieser rechtlichen Verfügungen war, dass die Professoren an den sogenannten freien Schulen ab sofort pädagogische Professionalisierung nachweisen mussten.
Eine gute Sache, denn wir wissen, dass vor dem letzten Kriege die katholischen Grundschulen in Frankreich 11.655 mit 824.595 Schülern zählten. Ja? Das einzig positive Ergebnis dieser rechtlichen Verfügung war, dass die Professoren an den sogenannten freien Schulen ab sofort pädagogische Professionalisierung nachweisen mussten. Das heißt, sie mussten eine berufliche Anerkennung als Pädagoge nachweisen. Und wie kann ich diesen Nachweis erbringen? Doch nur, wenn das von der Kirche genehmigt ist. Das muss man eben mal verstehen, diese ganzen Ausbildungskomitees an der Spitze, da steht die Kirche. Dass vor dem letzten Kriege die katholischen Grundschulen in Frankreich 11.655 Schulen mit 825.000 Schülern ungefähr zählten. Was die freien Kollegien und insbesondere die der Jesuiten betrifft, wenn deren Zahl derzeit verringert würde, so infolge mehrerer Faktoren, die mit den Rechtsstreitigkeiten nichts zu tun haben. In der von der Mehrheit der Eltern bestätigten Überlegenheit des Hochschulunterrichts sowie seine Unverändertheit der letzten Zeit bestehen die Hauptgründe für dessen wachsende Beliebtheit. Die Gesellschaft Jesu hat die Zahl ihrer Schulen nunmehr übrigens freiwillig reduziert. Das ist die offizielle Angabe. Was die Gesellschaft Jesu hierbei natürlich nicht sagt, ist, dass sie diese staatlichen Schulen, diese sogenannten freien Schulen, wie wir hier lesen, dass sie die natürlich unterwandert, infiltriert und deswegen doch immer nur römisch-katholisches Gesetz durchgeführt wird. Aber hiermit sind wir zum Ende des Kapitels 7 gekommen und kommen dann weiter das nächste Mal zu Kapitel 8, die Jesuiten und General Boulanger und die Jesuiten und die Dreyfus-Affäre, über die ich auch schon berichtet hatte in dem Buch Behind the Dictators von Herbert Leo Lehman, was ich in Englisch auf meinem Kanal gelesen habe. Also, hiermit beschließe ich jedenfalls die Lesung für heute aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich danke euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn ich die Lesung vorher nicht vorbereitet habe, ich fand es soweit in Ordnung und werde das wohl auf diese Art und Weise fortsetzen. Wir werden nächstes Video sehen, aber dieses werde ich auf jeden Fall so lassen, wie ich es gemacht habe. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Wünscht euch noch einen schönen weiteren Tag und Abend und dass Gott euch behüten und beschützen und segnen möge auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle,
myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.